Illest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. Ah, ich gucke Mr. Spotify hier. Diesmal nicht so euphorisch, denn vor knapp 15, 20 Minuten kam ja die Eilmeldung rein: Breaking News, Cope Point ist tot. Und irgendwie hat mein Intro noch nie so gepasst. Er ist eine Legende im Basketball. Und als ich es eben gelesen habe, war das schon ein Schock pur. Man muss erwähnen, aktuell hat nur die TMZ darüber berichtet und alle Medien beziehen sich auf diese Quelle. Auch die anderen, wie gesagt, ob die Bild bezieht sich darauf, andere US-Medien, alle beziehen sich auf die TMZ. Der Absturz war am Morgen schon gegen 10 Uhr. Dadurch entstand auch ein Buschfeuer, deswegen haben die Rettungskräfte nicht richtig dran an das Wrack. Denn dieser Hubschrauber ist natürlich in Flammen aufgegangen beim Absturz. Insgesamt waren 5 Leute im Flugzeug. Die Frau soll nicht drin gewesen sein. Aber es ist schon ein Schock, wenn man sowas liest. Ich meine, er hat einen riesengroßen Bekanntheitsgrad. Und selbst wenn auch für die anderen, die sicherlich auch sehr, sehr jung waren, ja, deren Leben ist, wie gesagt, ausgelöscht und auf das Leben der Familien, Freunde und so weiter werden komplett jetzt verändert werden. Und es ist wirklich schon, wie erwähnt, ein Riesenschock. Da ich auch großer Basketballfan bin, habe auch lange Zeit bei einem Basketballverein gearbeitet. Und ja, es ist einfach für mich aktuell ein Schock. Bleibt zu hoffen, dass diese Meldung von TMZ vielleicht doch, was heißt eine Fake ist, aber vielleicht, dass sie gehackt worden sind, dass sich daraus jemanden Spaß gemacht hat, auch wenn man mit solchen Sachen auf jeden Fall nicht, ja, Spaß. Und ja, die Homepage ist down bei denen. Viele denken jetzt dadurch, sind sie gehackt worden, aber ich denke einfach Traffic. Wenn da auf einmal Millionen von Menschen draufklicken, ich meine, auf Twitter, innerhalb von, glaube ich, 15 Minuten, wurde das 100.000 Mal geteilt. Und wenn dann auch noch alle draufklicken, könnt ihr euch denken, dass die Server down gehen. TMZ ist eigentlich sehr seriös, muss man dazu sagen. Aber ich sag, wenn sie gehackt worden sind, wirklich, und das bleibt in dem Fall mal wirklich zu hoffen, ist, ja, das vom Vorteil, sag ich jetzt mal, aber man weiß, es gab einen Helikopterabsturz und dementsprechend, ja, denke ich, wenn sowas berichtet worden wäre und ich meine, Cope Point kriegt das ja mit, dann würde er sich sofort per Twitter zu Wort melden, dass das nicht stimmt, dass das Fake News sind. Vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn ich hören würde, okay, du bist tot oder so, ich würde alles Mögliche dazu tun, um diese Fake News direkt im Keim zu ersticken. Wie gesagt, es ist eine Basketball-Legende. Legende sterben nie. Und es ist schon wirklich ein Schock. In dem Alter mit 41. Ich bin mal gespannt, wie auch dann die Spiele in Zukunft, zumindest der nächste Spieltag, abgehalten wird. Auf jeden Fall Trauerminute muss sein, finde ich. Und ich bin echt gespannt. Und es ist einfach ein Drama und eigentlich auch zweitrangig, ob es eine Gedenkminute gibt. Aber zu seinem Ehren auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein Mensch ist ausgelöscht. Nicht mehr da. Und jetzt bin ich mal gespannt und hoffe, wie gesagt, dass das doch eine Fehlmeldung war. Drücken wir mal die Daumen, ne? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare hauen, ob ihr, ja, Basketball schaut, ob ihr, wie ihr die Nachricht wahrgenommen habt und welcher Verein euer Herz hat bezogen auf Basketball.
ist eher die BBL, die NBA. Könnt gerne mal in die Kommentare hauen, mich würde es freuen. Und denkt ihr, es ist eine Lüge oder ist es wirklich der Fall? Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Video ist. Ich werde es schnell hochladen, bis es hochgeladen ist. Kann es natürlich schon Veränderungen geben. Denn im Moment verändern sich die Nachrichten minütlich, teilweise. Aber schauen wir mal. Lass uns einfach die Daumen drücken, dass er doch noch lebt. Ich sag Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.